Und wir schauen jetzt nach München zum Audi Dome für eine Schalte zu unserem Reporter Heiko Niederer. Denn dort findet gerade die Bayern-Jahreshauptversammlung statt. Hallo Heiko. Hallo, servus aus München. Heiko, diese Jahreshauptversammlung wird aus verschiedenen Gründen mit Spannung erwartet. Denn zum ersten Mal stellt sich Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender. Dann gab es in den letzten Wochen großes Chaos rund um Corona, viele Infizierte, die Impfdiskussion, gleichzeitig die Frage, wie geht man mit dem Sponsoring aus Katar künftig um. Es läuft jetzt ungefähr eine Stunde. Beschreib uns mal, wie die Atmosphäre ist. Ja, so viel ist noch nicht passiert. Es ist immer noch die Begrüßungsrede quasi von Herbert Hainer. Aber die angesprochenen Themen kamen schon zur Sprache. Herbert Hainer hat am Anfang gleich mal auf Corona hingewiesen, hat auch nochmal deutlich zum Impfen aufgerufen, aber gleichzeitig eben auch dazu aufgerufen, Joshua Kimmich und Co. Ja, nicht einer Hetzjagd auszusetzen, wie er es gesagt hat. Also das Thema Corona war schon. Und das Katar-Thema kam auch schon mal kurz auf, denn ja, Herbert Hainer hat das kurz angesprochen. Und da gab es tatsächlich sehr laute Buhrufe und deutliche Rufe der Fans, die das nicht so gut fanden, was er gesagt hat, weil er das nochmal begründet hat, warum man diesen Antrag jetzt hier nicht zugelassen hat zunächst. Der wird aber später möglicherweise doch noch verhandelt, weil der wird jetzt spontan dann zur Abstimmung gestellt. Das nochmal zur Erklärung. Es gibt einen Fan, der möchte, dass auf dieser Jahreshauptversammlung auch von den Mitgliedern die Aufforderung ausgeht, Richtung Vorstand dieses Sponsoring mit Katar nicht zu verlängern. Du hast gerade angesprochen, es gab Pfiffe. Es dürfen ja nur 25% der Plätze besetzt werden. Wie setzt sich denn die Mitgliedschaft heute Abend zusammen? Hat man den Eindruck, da ist eher die Kurve, die ja sehr emotional ist beim Thema Katar, vertreten? Ist es bunt gemischt? Wie ist dein Eindruck? Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich bunt gemischt. Also es gibt natürlich viele vereinstreue Anhänger, sage ich mal, die da sind. Aber es ist auch viel auf der Kurve. Es wurde auch vor der Halle wurden Flyer verteilt, eben mit Dingen, die die Südkurve gerne möchte. Und da ist natürlich auch dieser Katar-Antrag mit dabei, dass man eben den unterstützt. Also es ist beides da und deshalb wird es auch spannend, wie das dann nachher ausgeht, wenn dieser Katar-Antrag dann doch abgestimmt wird, beziehungsweise über die Zulassung dann abgestimmt wird. Jahreshauptversammlungen bei Bayern haben ja eine spektakuläre Geschichte. Ich erinnere mich mit Freuden immer wieder an Uli Hoeneß, wenn er so richtig aus sich rauskommt. Ist Uli Hoeneß heute eigentlich auch da? Ist von der Mannschaft jemand da? Ist Julian Nagelsmann da? Alle. Also Uli Hoeneß sitzt in der ersten Reihe, Julian Nagelsmann sitzt in der ersten Reihe und von der Mannschaft ist Leroy Sané da. Der hat vorhin die Meisterschale auf die Bühne gebracht. Die ganzen Trophäen, ich glaube, man sieht es ja im Hintergrund auch ein bisschen, sind hier aufgereiht, sowohl aus dem Erfolgsjahr 2020, also aus diesem Jahr. Also Leroy Sané hat die Schale gebracht. Julian Nagelsmann sitzt neben Bratzo in der ersten Reihe und Uli Hoeneß eben auch. Der wurde auch natürlich namentlich begrüßt von Herbert Hainer. Also die wichtigsten Menschen sind da. Wie lange wird es heute ungefähr gehen, Heiko? Jahreshauptversammlungen sind ja teilweise Nachtveranstaltungen in heutigen Zeiten. Gibt es da eine Prognose? Ja, erfahrungsgemäß kann das durchaus bis Mitternacht oder länger gehen. Also je nachdem, wie viele Anträge und Wortmeldungen es da hinten raus gibt, das ist ja oftmals die spannendsten Dinge da bei der Jahreshauptversammlung, wenn dann diese Wortmeldungen, die oft ja sehr skurril sind, kommen. Also das kann sich schon ein bisschen ziehen, es wird ein langer Abend. Letzte Frage zu Oliver Kahn, der heute als Vorstandsvorsitzender zum ersten Mal vor die Mitglieder tritt in diesem Rahmen. Erwartest du von ihm wirklich große, klare Worte oder kann das eher so, ja, alles locker, alles easy, wir sind Erster, wir schauen mal, wie es weitergeht werden? Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also bisher hat er sich ja in der Öffentlichkeit oft zurückgehalten. Auch zuletzt gab es da wieder ein bisschen Kritik, dass er bei den großen Themen, eben auch zum Beispiel Corona, sich nicht in die Öffentlichkeit gewagt hat. Deshalb ist es durchaus spannend, was er für eine Rede heute halten wird. Ich denke schon, dass er große Worte finden wird, aber wie emotional es dann wird, wage ich jetzt mal noch nicht zu sagen. Weiter, weiter, immer weiter, um es mit den Worten des Titan zu sagen. Heiko, dir weiter gute Unterhaltung, hoffentlich bei der Jahreshauptversammlung. Bei bild.de halten wir Sie auf dem Laufenden über alles, was auch zu später Stunde passiert. Live-Ticker von dir und Lena Wurzenberger, ihr seid für Ort vor uns. Vielen Dank an der Stelle, Heiko. Danke, top.
Ja, das also Heiko Niederer von der Jahreshauptversammlung. Reden wir also über die Bayern, über die Corona-Bayern, so darf man sie ja nennen nach all den Ereignissen der letzten Woche. Es sah ja erst alles so gut aus, denn es machte die Nachricht die Runde, dass Serge Gnabry und auch Jamal Musiala sich entschieden haben, sich impfen zu lassen und das auch schon getan haben. Der Trainer Julian Nagelsmann hatte sich dazu wie folgt geäußert. Wir haben medizinisches Personal, die mit den Spielern in Kontakt sind oder Kontakt waren, um auch immer wieder abzufragen, wie es ihnen geht und ob alles in Ordnung ist. Das mache ich schon auch, aber jetzt die letzten zwei Tage mich einfach um den Gegner gekümmert und um die Spieler, die zur Verfügung stehen. Deswegen kann ich es nicht bestätigen, sollte es der Fall sein, dann freue ich mich drüber, dann ist es ein erster Schritt. Bei Serge wäre es schon ein sehr guter, weil er schon genesen ist und schneller vollständigen Impfschutz erlangt. Bei Jamal würde es noch ein bisschen dauern, aber trotzdem musst du immer den ersten Schritt vor dem zweiten gehen und das wäre dann der erste. Ja, Nagelsmann, der Bayern-Trainer, zu der Impfung bei Gnabry und Musiala. Nagelsmann trägt das weiter mit Fassung, dass die Hälfte der Pressekonferenzen sich mittlerweile um Corona drehen. Ich find's nicht immer mit Fassung. Nicht immer mit Fassung, aber ich finde es trotzdem auch bemerkenswert, dass da nicht vorher vom Pressesprecher kommt, bitte heute keine Fragen zu Corona. Es beschäftigt die Menschen und er versucht aufzuklären, so gut er kann. Naja, weil das ja nicht irgendwas eine Geschichte ist, die wir erfinden, sondern die Pointe mit Kimmich, dass er dann auch noch sich infiziert, ist ja, die hat ja kein Mensch gebraucht. Das ist ja furchtbar. Also das ist ja nicht, dass das auch noch. Nein, und für Nagelsmann, er trägt das in der Tat mit Fassung. Nicht die Pressekonferenzen, sondern das, was ihm aufgrund dieser Geschichte zur Verfügung steht oder nicht zur Verfügung steht, mit wem er wie trainieren kann, wen er wo aufstellen kann. Also das, und das hast du, nachdem du in Augsburg gerade nicht so richtig hoch gewonnen hast. Das alles ist ja nicht die einzige Erklärung dafür, aber das wegzutun und zu sagen, das hatte alles mit Corona nichts zu tun, na, das wäre sehr originell. Also das ist ein Zustand, der ist unhaltbar. Deswegen, sie werden alles dafür tun, und er ist derjenige, der ganz weit vorne weggeht, alles dafür tun, damit da die Dinge in die Spur kommen und dass man dann, ist man immer noch nicht, gibt es keine absolute Sicherheit heutzutage. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Aber dass man von sich aus sagt, auch nee, lass mal impfen, geht nicht, ist inakzeptabel. Mal vorausgesetzt, der Verlauf bei Joshua Kimmich ist mild, was wir natürlich hoffen, oder möglicherweise sogar symptomfrei. Darum an der Stelle auch nochmal gute Besserung. Ja, er ist dann genesen, 4 Wochen nach dem positiven PCR-Test. Man könnte sagen, pünktlich zur Weihnachtspause gilt er dann als genesen. Bis dahin ist es theoretisch, das muss man sich auch noch mal klar machen, weiterhin möglich, dass er wieder in Quarantäne muss, weil er eben noch nicht als genesen gilt. Also wir wissen noch nicht, ob er jetzt wirklich nur diese 2 Wochen ausfällt oder ob sich möglicherweise bei anderen positiven Fällen dann wieder sowas anschließt. Vielleicht ist die Frage bescheuert, aber vielleicht haben Sie trotzdem eine Antwort. Ist das jetzt gut oder schlecht für Bayern, dass Kimmich bald als genesen gilt? Denn das Thema Impfen ist damit ja noch nicht vom Tisch. Ja, nur mal, wir machen uns jetzt Gedanken, so mal sehen, wie sich das dann ergibt. Fragen Sie Nagelsmann, was er da hat. Und wir reden über Joshua Kimmich. Gar nicht mal so schlecht gespielt und gar nicht mal so unwichtig in dieser Mannschaft. Eine zentrale Figur, die das hat man ja bei Bayern öfter gehabt, so irgendwelche Hollywood-Zeiten, irgendwelche Schlagzeilen und irgendwas Zeugs. Da haben wir gesagt, Mann. Aber hier, wir beschäftigen uns mit einem Thema, weil es da ist und weil der Spieler nicht da ist und nicht nur er. Und das kann selbst der FC Bayern nicht einfach so auffangen. Also deswegen, ich wünsche ihm, hör auf, lass uns genesen, so schnell es geht, aber nicht impfen weiter, da die Begründung kriege ich nicht mehr in mein Spektrum rein. Sie würden also auch erwarten, dass er vor Ablauf des genesenen Status sich dann impfen lässt? Wenn das medizinisch geboten und möglich ist. Ja, weil ich glaube, dass die Bayern auch am Ende ihrer Geduld sind. Das war oder habt ihr das erfunden mit der Gehaltskürzung? Nein, wenn das ein Thema ist, und das ist sehr gut nachzuvollziehen, jemand von sich aus, der eine Möglichkeit von sich aus nicht annimmt, weil er sagt, nein, ich will nicht
geimpft werden, kann dann seine Arbeitskraft nicht zur Verfügung stellen. Also das, der gesunde Mensch, schlichter Menschenverstand, muss gar nicht gesund sein, reicht mir, um zu sagen, das kannst du dir nicht gefallen lassen. Dann hast du ein Dauerthema plus, was sagt die Kabine? In der Kabine wird ja geraunt immer. Ja, das nervt die alle. Natürlich nervt die das. Wenn du Augsburg 4:0 weghaust und sagst, komm, bis Weihnachten haben wir ihn soweit und dann geht die Saison erst richtig los. Jetzt kommt Dortmund, wir werden gucken, wie sieht die aus. Man muss das ja sagen, der Albtraum ist wahr geworden. Kimmich fehlt gegen Dortmund aufgrund seinem Nein zur Impfung. Sollte Dortmund, anders als wir vorhin prognostiziert haben, sich doch wie Phönix aus der Asche bewegen. Und Haaland gerade gesund massieren oder was da alles nötig ist? Nein, also im Ernst. Dazu ist selbst der Bayern-Kader nicht gut genug, um Spieler wie Gnabry, wie Kimmich, wie Musiala, einfach zu sagen, ja gut, halt, dann nicht halt. Das funktioniert nicht. Und deswegen nochmal, also Sie reden ja mit ihnen. Lass mal diese Hetzjagd, wenn das wirklich stimmt, also Hetzjagd auf Kimmich, sorry, nicht böse. Das sind nicht unsere Worte. Nee, Heiner, ja. Was ich eben gehört habe aus der Versammlung. Niemand hetzt ihn auf ihn, also lass mal. Die Diskussion muss er aushalten, das sehe ich ganz genau. Das ist eine öffentliche Figur, der eine Position einnimmt, die einer Gruppe ganz sicher nicht hilfreich ist, muss sich das gefallen lassen, sorry.